Jo, schönen guten Tag, der Era ist wieder da, der absolute Obernoob und der spielt trotzdem Civilization 5 und ja, eher mit dann doch eher geringem Erfolg. Es hat sich tatsächlich zur 4 elendig viel geändert, das ist echt krass. Wir haben hier gerade ein Unzufriedenheitsproblem in unserem Reich und vor allem haben wir ein Problem mit ein Problem mit Aufständen und alle drehen völlig durch und das ist alles ganz furchtbar traurig. Ja, wir bauen jetzt mal den Zirkus. Also wir müssen jetzt erstmal versuchen, dieses Reich so ein bisschen zu befrieden. Ja, wir sind tatsächlich, was so alles andere angeht, tatsächlich echt abgehangen. Wir sind, jetzt nicht unbedingt die beliebtesten, wir sind nicht unbedingt die kulturvollsten, obwohl das ja so ein bisschen mein Ziel war, aber dieser Krieg mit den Zulu hat mich tatsächlich sehr, 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 sehr viel Zeit und Ressourcen gekostet, die mir jetzt natürlich fehlen. Ja, ich glaube, es ist jetzt vielleicht besteht gerade mal die Hoffnung, dass jetzt mal hier Ruhe einzieht. Ich möchte jetzt mal meine Truppen alle schlafen legen. Wenigstens haben wir das Finanzproblem gelöst. Das ist ja auch schon mal was. Auch wenn das nicht sonderlich viel ist. Aber wir müssen jetzt echt schauen. Die Städte haben hier Anker. Was ist fertig? Und ach, ich bin echt... ich bin ein wenig im Zwiespalt. Jerewan kann Gegner angreifen. Was ist das denn? Reiter barbarisch. Okay. Ein Bogenschützen noch. Tja, ich wollte gerade sagen, es läuft, aber schon haben wir die nächsten Aufständischen. Müssen wir direkt meine Armee runterholen. Jerewan hatten wir jetzt auch erst erobert, ähnlich wie hier oben. Nobamba. Bildung ist die beste Vorsorge für das Alter. Ja. Euer Volk ist aufgebracht. Euer Volk ist sehr unzufrieden. Die Produktion unserer Städte ist stark reduziert und unsere Einheiten sind im Kampf schwächer. Gebäude errichtet, die Zufriedenheit schaffen. Ja. Danke, das war mir schon klar. Ich bin leider noch nicht dazu gekommen. Frage ist, was schafft denn Zufriedenheit? Kolosseum, ja. Berlin. Kriegt auch noch eins. Forschung. Physik. Handelsweg ist kaputt. Die sollten diese Stadt eigentlich nicht einnehmen können. Das sollte ihnen eigentlich nicht gelingen.
Tja, uns bleibt nichts anderes übrig, als die hier die ganze Zeit unter Feuer zu nehmen und volles Rohr drauf zu halten. So, Hamburg. Hamburg, meine Perle. Auch hier bauen wir jetzt einen Markt. Ja, und dann machen wir da die Nordarmee und dann machen wir halt hier noch eine Südarmee hin. Solange wir mit so viel Aufständischen zu tun haben. Hier bauen wir jetzt erstmal ein Kolosseum. So. Wir haben einen Armbrustschützen gebaut. Müssten dann mal die Kompositbogenschützen quasi schon wieder aufwerten. Können wir. Ich hab's schon mitgekriegt. Weil ich glaube, der steht gerade so beschissen, dass er von beiden Städten unter Feuer genommen werden kann. Das hat er sich nicht gut überlegt, der Kollege, ne? Hier. Ratatazong, ratatazong. Und weg ist der Balkon. Uns reicht natürlich noch nicht. So, Bremen. Ja, ich baue jetzt einfach allen hier ein Kolosseum. Und guck's dir an. Hier oben geht's direkt weiter. Mit den Aufständischen. Na, hier geht's ja zur Sache, hey. Da sagst du was. Oh, hier. Botschaft, offene Grenzen und sie hier. Ja, okay. Bitteschön. Ich habe niemandem irgendwas getan und alle finden mich doof. Das finde ich jetzt nicht so richtig schön. Oh, hier Hanoi. Die können sich aber verteidigen, guck's dir an. Wenn ich fies wäre, würde ich sagen, überlass das Problem den Erneuern, aber so ein Arsch bin ich ja gar nicht. Amphitheater. Kultur. Ne, wir müssen erstmal die Zufriedenheit im Reich herstellen. Jetzt aber. So, das gibt natürlich ein bisschen Kultur, aber. Nicht genug Geld für, na klar. So. Jetzt müssen wir mal schauen. Ich hätte jetzt ganz gerne einfach mal. Oh, es sinkt.
Es singt. Vielleicht kriegen wir diese Aufstände jetzt in den Griff. Ich habe Informationen, die hilfreich sein können. Wir haben einen Spion. Okay, wir haben einen Spion. Ich habe Informationen, die hilfreich sein können. Mhm. Ihr könnt dort den aktuellen Status eurer Spione. Okay, wo hätte ich denn gerne einen Spion? Ich hätte gerne einen bei den... wenn Krieger klärt, wird flüchtig der Spion. Ein Diplomat wird nicht versuchen, dem anderen Spieler Technologien zu stehlen, aber trotzdem noch intrigieren. Na, ich möchte schon gerne bei den Zugis ein bisschen spionieren. Das ist okay. Berlin. So, jetzt müssen wir mal hier doch... Der wird verschanzt. Oh, guck mal, wir sind auf 8. Das heißt, wir können jetzt wahrscheinlich... Wir können jetzt wahrscheinlich hier unsere Stadt bauen, so wie ich sie geplant habe. Mhm. Ja, wir werden noch langsam wieder zufrieden hier in unserem komischen Reich. Shaka ist in der Renaissance, ja.
So, dann haben wir das Problem auch. Ah. Ja, na klar. Okay. Schon habe ich die nächsten Aufständischen am Wickel. Eieieiei. Vielleicht war die Stadtgründung gerade nicht so richtig clever. Aber was will man denn machen? Ich will ja auch ein bisschen expandieren. Vielleicht sind die Taktiken, die ich so gewählt habe, einfach nicht die richtigen. Oh, das wird so gewesen sein fürs Katapult. Ne, guck mal hier. Hat sich... Chaka rüstet für einen heimlichen Angriff auf. Okay. Na, die kriege ich doch im Griff hier, guck mal. Katapult, Feuer! Sehr schön. Okay, dann kann ich die Truppen da wieder verschanzen. Und die verschanzen wir hier auch noch und dann hoffen wir mal, dass es jetzt einfach mal eine Weile so bleibt. Also Chaka möchte einen Krieg anfangen, aber nicht gegen uns. Insofern ist es okay, dann soll es mir recht sein. Damit kann ich leben. Wir brauchen jetzt mal ein bisschen Bautrupps und Kultur. Das ist jetzt so das nächste Ziel. Wir müssen jetzt mal hier wieder diese Dichter- und Denker-Doktrin fahren und nicht mehr hier diesen ganzen Kriegsscheiß. So. Jerewan, so. Beseitigt zusätzlich. Oh, hier, Gerichtsgebäude, ja. Ja, das brauchen wir. Das brauchen wir. Ein Gerichtsgebäude brauchen wir. Das muss ich dann hier oben auch unbedingt bauen. Okay. Da hätte man eher drauf kommen können. Gerichtsgebäude machen also diese Eroberungsunruhe weg. Mhm, aber guck mal hier. Der Typ hat schon wieder hier richtig Truppen am Start. Sansibar ist in Ehrfurcht vor euch. Mhm. Misst alles, was sich messen lässt. Okay, Physik. Physik. Schießpulver. Jetzt müssen wir mal schauen, ob das immer noch so der große Knaller ist. Schießpulver war ja eigentlich sonst immer so ein echter Ankommer. Ja, und wir brauchen nochmal Bautrupps. Das ist dann definitiv dran. Ja, die ganze Infrastruktur hat so enorm gelitten. Das ist nicht schön. Ein großer Ingenieur. Den möchte ich mal hier drüben einsetzen, um hier dieses komische Ding zu Ende zu bringen. Wir können eine Politik einführen. Was haben wir denn hier? Großer Künstler. Kultureller Austausch. Oder Wirtschaft. Der Goldertrag in der Hauptstadt um 25% schaltet den Bau von Big Ben. Ja, das machen wir. Das machen wir. Brauchen nämlich Geld. Oh, hier! Mein Reich ist glücklich!
Alter, ei, mein Reich ist glücklich. Seit wann? Also das ist mir ja was ganz Neues. Dieses Reich ist glücklich, um Gottes Willen. Ich werd verrückt. Hey, sehr gut. Das finde ich schön. Das ist ein schöner Moment. Ja, wir haben diese Unruhephase überstanden. Das Reich ist wieder glücklich. Das heißt, im Umkehrschluss, beim nächsten Mal können wir uns vielleicht wieder ein bisschen auf unseren Wachstum konzentrieren. Ich sage mal vielen Dank fürs Zuschauen. Wie immer, Daumen da lassen und ja, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Der Ära.